Age to Future. Die Vision ist relativ einfach. Wir gehen davon aus, dass es uns gelingen sollte, in etwa 20 Jahren einen ganz erheblichen Teil unseres Energieaufkommens über Wasserstoff anstelle von Kohle abzudecken. Das heißt, unseren CO2-Ausstoß deutlich, ich hoffe, in einer Größenordnung von etwa 20, vielleicht 30% auf Basis Wasserstoff reduzieren zu können. The European view on this very innovative project is, if of course, if it's very successful, is that we will have a lot of learnings from that project. So those learnings will also help to shape future European policies related to the decarbonization of our society so that we can reach the European ambitious climate goals. Ja, Siemens hat mit der PEM-Elektrolyse-Technologie eine Form der wirtschaftlich vernünftigen Wasserstoffproduktion entwickelt. Und wir freuen uns, der Voestalpine dieses Produkt anbieten zu dürfen in dieser Partnerschaft, weil Voestalpine im Wettbewerb steht und daher natürlich primär wirtschaftliche Produkte einsetzen wird. Also das Potenzial, was Wasserstoff bieten wird in der nächsten Zukunft, ist riesengroß und insbesondere aus dem Grund heraus, weil es ein Energieträger ist, der aufgrund von erneuerbarem Strom erzeugt wird und auch entsprechend gespeichert werden kann. Ein weiteres Potenzial, was wir uns daraus erwarten, ist das, hier auch Flexibilität und Versorgungssicherheitsleistungen beizusteuern. Und das sind also die großen Potenziale, die wir hier versuchen einmal zu testen, aber die Anwendung ist sehr facettenreich und vielfältig.